Letztendlich sind wir unterwegs, um das System des Klimas und seine Faktoren im südlichen Afrika zu verstehen, was ein ganz wichtiger Teil des Gesamtklimageschehens ist, weil hier verschiedene Kräfte aufeinandertreffen, die Auswirkungen haben letztendlich fast global, auf jeden Fall aber auch auf Europa. Unsere Reise mit dem Forschungsschiff Meteor starten wir in Namibia. Von dort fahren wir rund ums Kap bis nach Mosambik. Wir erforschen drei Regionen auf der Ostseite Südafrikas, aus denen es bislang kaum Klimadaten gibt. Wir werden ja natürlich die ganzen wissenschaftlichen Geräte einmal gezeigt bekommen, die dann selber ausprobieren dürfen, denke ich mal. Ja, und eigentlich auch auf die Rundung einmal ums Kap, und da hoffe ich mal, dass wir ein bisschen Seegang kriegen. Mal gucken, wie das so wird. I do have a bit of an idea what to expect. Last time it was more multidisciplinary, so this time we'll get to focus on the geology and what we're most interested in, so it'll be a very good cruise, I think. Also ich war schon mal auf dem Forschungsschiff, aber nur für eine Woche, und dementsprechend ist es hier schon nochmal eine Nummer größer. Auf unserer Reise geht es nicht nur um Forschung, sondern auch um Ausbildung. Es sind 14 Studenten aus Deutschland und Südafrika an Bord, die hier erleben sollen, wie marine Geowissenschaftler ihre Daten gewinnen. Dazu gehören auch Arbeiten an Deck. Wir bringen unsere Forschungsgeräte selber mit und müssen sie zu Beginn jeder Reise aufbauen. Die Kapregion ist bekannt für ihre unruhige See. Daran müssen sich viele erst einmal gewöhnen. I had a little bit of seasickness. I chose not to take the drugs. So I had a very interesting 2 days. Ja, das ist schon geil, wenn man mal Wale und Delfine sieht, die man zu Hause maximal aus dem Fernsehen kennt. Schon echt beeindruckend. Wir haben schon die ganze Zeit drauf gelauert. Regelmäßige Sicherheitsübungen gehören auch zu jeder Fahrt, damit im Notfall keine Panik entsteht. Für einen Monat werden wir auf der Meteor forschen. Das Schiff hat verschiedene Kräne und Windensysteme. Die brauchen wir, um unsere teilweise massiven Arbeitsgeräte einsetzen zu können. Auf dieser Reise nutzen wir häufig das schwere Lot. Ein Stahlrohr mit einem 2 Tonnen schweren Gewicht am oberen Ende. Das lässt das Lot absinken und drückt es schließlich in den Meeresboden, unser eigentliches Forschungsobjekt. Finde Stopp, bitte. Ja, da aufgesetzt. Zugentlastung, ne? Da habe ich noch ein bisschen nachgegeben an Seilen, bis ich Stopp gesagt habe. Dann hat er gezogen und er hat ziemlich gleichmäßig rausgezogen und kommt jetzt auch schwerer raus. Für uns ist das schwere Lot eine Art Flaschenpost, die Geheimnisse aus der Erdgeschichte in sich trägt. Je nach Gegebenheit steckt in dem Rohr Sediment, das hunderte oder tausende Jahre alt ist. Wir schneiden den einfach ab mit so einem kleinen Messerschneider sozusagen. Jetzt kommt eine Angelschnur drin, packt das Sediment ab. Ne? Muss einen vorhalten. Ne? Das ist ganz cool, mal mit anzusehen. Wir müssen es ja dann auch selbst machen von der Hand. Wie alt ist der Meeresboden? Woher stammt er? Und welche klimatischen Bedingungen herrschten, als sich das Sediment abgelagert hat? Antworten auf diese Fragen verbergen sich in den Rohren, deren Inhalt wir Kerne nennen. Wir haben ja gestern, ihr habt das ja gesehen,
den Kern gezogen und das ist die unterste Probe des Kerns, also die älteste. Und wir wissen, wie weit wir in die Erdgeschichte zurückkommen. Wahrscheinlich Mittelmiozän und damit kommen wir auf über 10 Millionen Jahre. Und damit wären das die ältesten Proben, die in dieser Expedition genommen werden. Uns fehlen allerdings noch seltenere Formen. Ihr seht ja, das sind unheimlich viele, die da drin sind. Die müssen wir erst raussuchen. Das ist noch eine ganze Menge Arbeit, um es weiter einzuengen. Das Schöne der Reise ist, dass wir hier ganz viele Fachdisziplinen haben. Jeder bringt quasi seinen kleinen Puzzlestein mit rein, ja, in der Interpretation seiner eigenen Daten. Und das ist auch was Schönes zu sehen. Und ich kann jeden Tag eigentlich was dazulernen. Das ist auch, muss ich sagen, das ist was die Wissenschaft antreibt. An Bord sind Geophysiker, Mikropaläontologen, Mineralogen, Geochemiker, Geomorphologen, Geologen und Sedimentologen. Wir beproben zusammen den Meeresboden, aber auch die angrenzenden Küstenregionen und wollen die Daten von Wasser und von Land später zusammenbringen. Jetzt die Sedimentoberfläche und weil das hier wahrscheinlich eher sandiges, kiesiges Material ist, mussten wir den Kastengreifer benutzen. Ja? Also das ist mit dir das gröbste Gerät, was wir so haben. Sand und Kies sind zu hart für das schwere Lot. Das Stahlrohr könnte abknicken. Der Kastengreifer sammelt nur Sediment von der Oberfläche. Mit diesen Proben können wir nicht so weit in die Vergangenheit blicken. Aber auch die Untersuchungen jüngerer Sedimentschichten liefern uns wichtige Informationen. Wow, I'm very proud about this. Some minerals that can tell me where the sediment come from. So I would like to do thin section, heavy mineral separation, and to study the provenance of this. So to understand if it's a local source, a river coming from a local source, or if it is sediment coming from far away. Wir haben jetzt gerade noch den Kastengreifer sauber gemacht. Dann noch eine Probe abgefüllt und ja, jetzt gibt es erstmal was zu essen. Wenn man zum ersten Mal in ein Seegebiet fährt, dann weiß man darüber nichts. Dann fährt man dahin und benutzt die akustischen Systeme eines Schiffes, um in den Meeresboden, um die Strukturen im Meeresboden zu erkennen und möglichst gute Stationen zu finden. Um das wirklich beantworten zu können, ist eine ganz wesentliche Komponente, dass wir mit Kollegen aus Südafrika zusammenarbeiten. Weil in allen vorherigen Expeditionen, auch aus unserem Institut hat es schon zwei gegeben, ist es sehr schwierig, die richtigen Stellen rauszusuchen. Also die wirklich diese Ablagerung am Meeresboden enthalten, die entsprechend dann wieder diese Klimasignale enthalten. So guys, this is the first high-resolution seismic cross-section made in the area. So it's an exciting moment for us. So we have two sites, potential locations for coring. Perfect. Yeah, wonderful. Excellent. Great. We'll have some fun in there. Good job. Ja, wir haben uns entschieden. Sieht ganz gut aus bei 875 Metern. 875, ne? Du bist ja schon dabei zu drehen. Dann müssen wir hier umdrehen. Ja. Damit das schwere Lot ungestört ins Sediment eindringen kann, müssen wir möglichst weiche Stellen finden. Das klappt nicht immer. Da haben wir ein bisschen Seil nachgegeben, damit er auch eindringen kann. Dann hat er gezogen. Und dann hat er nochmal nachlassen, nochmal gezogen. Also dieses Gezappel, da bin ich ein bisschen unsicher, wie der Kern wird. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Also entweder
ist er nicht richtig tief eingedrungen und dann ist der Gewichtssatz so schwer, dass quasi auf dem dann dünnen Rohr eigentlich, ne, der praktisch zur Seite kippt und das Rohr verbiegt. An kaum einem anderen Ort erlebt man Gewitter so intensiv wie auf offener See. In diesem Fall hätten wir gern darauf verzichtet. Die Beiholerwinde, die friert nicht mehr und dadurch können wir momentan nicht absetzen. Ja, und eine andere Möglichkeit haben wir momentan. Solange wie es nicht regnet, ist alles top. Ja. Die Winde streikt hartnäckig und das Gewitter ist bald genau über uns. Ich glaube, es ist auch ziemlich gefährlich. Ich meine, ich muss genau wissen, was man tut hier, glaube ich. Also das kann schon mal sein, dass irgendwas kaputt geht, ne? Aber jetzt bei so einem Unwetter mit lauter Blitzen ist nicht lustig. Um niemanden zu gefährden, wählt die Besatzung schließlich die radikale und schnelle Lösung. Meistens spielen Wetter und Technik auf unserer Expedition mit. Wir können genug Proben sammeln, um unserem großen Ziel näher zu kommen. Wir wollen helfen, die Klimavorhersage für die Region verlässlicher zu machen. Die Daten dafür stecken in den Sedimenten. Welche Rolle spielen die Meeresströmungen vor Ort? Enthält das Sediment Einträge aus angrenzenden Flüssen? Mit unseren Untersuchungen ziehen wir Rückschlüsse auf die klimatischen Bedingungen, die hier einst herrschten. Nur wer weiß, wie sich das Klima einer Region in der Vergangenheit entwickelt hat, kann verlässliche Prognosen erstellen. Also es ist sehr gut zu sehen, dass alle jetzt hier in Arbeit sind und schwer diskutieren, ne, was sie sehen und was sie finden. Also ich meine, besser kann es nicht laufen. Alle sind engagiert, alle haben Lust, damit zu arbeiten. Hier liegen vermutlich mehrere hunderttausend Jahre Klimageschichte. Dass die Bedingungen unterschiedlich waren, sieht man schon mit bloßem Auge. Verfärbungen in den Sedimenten, Streifen, grobe und feine Schichten. Welche Ursachen das jeweils hat, klären wir in weiteren Untersuchungen. Für einige Regionen hier ist das erste Mal. It's the first time the Limpopo sediments have ever been caught, so this is like real pioneering stuff. So exciting. Very good. Yeah. From the Limpopo, the first time. Yeah, first time. Bereits jetzt können wir sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Expedition war, in jeglicher Hinsicht. Wissenschaftlich betrachtet haben wir sehr viel Material bekommen, von dem wir uns sehr, sehr viel versprechen, was in der Form und in der Qualität noch keine Expedition vor uns in dieser Region überhaupt bekommen hat, mit dem wir dann in den Heiminstituten Bremen, Südafrika, Jena auch weitermachen werden. Und auch was den Ausbildungsaspekt betrifft, war es in jeder Hinsicht überaus positiv. Die Studenten waren immer dabei, sie waren hilfreich, engagiert, haben sich für alles Neue interessiert. Also ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, so wie ich das sehe, eine sehr erfolgreiche Expedition. We love the coring the most and we love doing the parasol. We could watch 24 hours a day. Wenn wir im Labor gearbeitet haben, dann ging es vor allem natürlich ums Wissenschaftliche, aber auch in den Pausen und so hat man eigentlich auch sehr viel über das andere Land erfahren. It's been really great and I think it was awesome for us to all sit together and put our thoughts and ideas together and actually come up with something meaningful. It's been a very eventful month, learned a lot, made a lot of new friends. That's been really interesting. I'm actually quite sad it's coming to an end. Get to say goodbye to everyone. That's not nice.